FSV Mainz 05 VS Werder Bremen 29. Oktober 2011 Seltsam kennt sie mein Tipp, Sieg für Bremen in dem nächtlichen Samstagstermintreffen in dieser 11. Bundesliga-Runde. Zwei Mannschaften mit ganz unterschiedlichen Ambitionen, aber auch der momentanen Tabellenlage. Aufeinander. Die Gäste haben fast zweimal so viel Punkte und sind Tabellensechster, während sich Mainz auf dem 15. Platz befindet. Das Gemeinsame ist ihnen nur, dass sie in den letzten drei Runden nicht gesiegt haben, obwohl die negative Serie von Mainz viel länger dauert. Letzte Saison ist es 1:1 gewesen, aber Mainz hat mit 0:2 in Bremen überrascht. In der Zeit zwischen 2005 bis 2010 hat Werder regelmäßig und überzeugend zu Hause und zu Gast gewonnen. Beginn: 29. Oktober 2011, 18.30 Uhr. Die Serie ohne Sieg dauert bei Mainz ganze 8 Spiele. Man kann sagen, dass sie am Mittwoch beendet wurde, aber erst, als auch die Verlängerungen gespielt wurden. Das ist im Cup gewesen, als sie zu Gast in Hannover gewesen sind und 0:0 nach dem regulären Teil gespielt haben. In den Verlängerungen hat Ivan Schitz für den Sieg getroffen, aber der wirkliche Held ist der Torwart Wedklo gewesen, der nach einer längeren Zeit endlich die Gelegenheit bekommen und sie auch maximal genutzt hat, indem er eine Serie von schweren Schüssen, auch den Elfmeter in der letzten Minute der Veränderungen mitgezählt, gestoppt hat. Er ist nicht die einzige Veränderung gewesen, die Trainer Tuchel angestellt hat. Auch der Schütze des Tors Ivan Schitz ist als Reservespieler reingegangen, genau wie Risse, während Alagwi überhaupt nicht in der Konkurrenz gewesen ist. In dem letzten Meisterschaftsspiel in Berlin gegen Hertha haben sie auch ohne Tore gespielt, aber damals sind sie das bessere Team gewesen und das gibt ihnen kurz vor diesem Spiel Mut. Sie haben keine größeren Probleme mit den Verletzungen, aber dafür ist das eigene Terrain ein großes Problem, da sie dort die meisten Gegentore, sogar 11, kassiert haben. Auch zu Gast ist es nicht viel besser. In den letzten drei Matches, in denen sie unbesiegt geblieben sind und unentschieden gespielt haben, sind zu Gast gewesen. In diesem Match, im Gegensatz zu Berlin, sollte man zwei Veränderungen im Team erwarten. Risse anstatt Caligiuri und Kupo-Moutinho anstatt N. Müller in der Angriffsspitze. Voraussichtliche Aufstellung Mainz: H. Müller, Pospech, Bungert, Nowitzki, Fatih, Kirchhoff, Soto, Risse, Ivan Schitz, Alagwi, Kupo-Moutinho, B365. 100% bis 100 Euro exklusiv Bonus. Preisgekrönter Buchmacher. Werder hat sich schon in der ersten Runde vom Cup verabschiedet, dann haben sie im Laufe der Woche ausgeruht, aber sie sind sicherlich nicht sorgenfrei gewesen. Sie befinden sich in einer Krise, die schon seit drei Runden dauert, so lange sind sie auch ohne Sieg und auch in der Tabelle fallen sie langsam. Es ist immer noch nicht so schlimm, aber zwei Niederlagen und ein Remis sind nicht das, was sie erwartet haben. Es hat mit der Niederlage in Hannover mit 3:2 angefangen. In diesem Match haben sie den Gegner ständig aufgeheult und es am Ende doch nicht geschafft. Dazu ist auch Arnautovic vom Platz verwiesen worden. Dann ist nach Bremen Borussia Dortmund gekommen und hat mit 2:0 gesiegt, indem sie die ganze Zeit mit einem Spieler weniger spielte. Sie haben dann in Augsburg in der letzten Runde versucht, alles wieder gut zu machen, aber alles, was sie geschafft haben, ist ein Punkt zu verbuchen und den gegnerischen Torwart Jens Sch zu feiern. Sogar Pizarro hat zweimal, wenn auch nicht mehrmals verfehlt, dann aber ein Tor erzielt. Nicht nur er, auch die anderen haben es nicht geschafft zu treffen. Sie sind sogar im Rückstand gewesen und das hat sie dann noch nervöser gemacht. Man kann nicht sagen, dass das Remis danach ein gutes Ergebnis ist, aber es ist nach zwei Niederlagen hintereinander nicht schlecht. Was die Aufstellung betrifft, der Stürmer Arnautovic ist immer noch gesperrt wegen roter Karten und es gibt keinen neuen verletzten Spieler. Dafür ist Trainer Schaaf ziemlich sauer mit den bestimmten Spielern und schon in Augsburg hat er den Stammspieler Bargfred auf die Bank geschickt und auf seinen Platz Ignjovski aufgestellt. In diesem Spiel hat auch Marin enttäuscht und wird jetzt auf die Bank gehen. Elkizi wird spielen, während auch der Innenverteidiger Wolf seine Position verloren hat, anstatt ihn kommt Brode zurück.
Den Angriff wird zusammen mit Pizarro Rosenberg decken, jedenfalls bis Arnautovic wieder da ist. Voraussichtliche Aufstellung: Werder, Wiese, Sokratis, Rode, Naldo, Schmitz, Ignjovski, Fritz, Hund, Ekici, Rosenberg, Pizarro. Mainz spielt in letzter Zeit etwas besser, aber immer noch ist das nichts Besonderes, vor allem zu Hause. Es ist schwer zu glauben, dass Werder so lange so schlecht spielen kann, und in Augsburg sind sie gar nicht so schlecht gewesen, höchstens uneffektiv. In diesem Match müssten sie mindestens unbesiegt bleiben, da ihnen dieses Terrain auch traditionell passt.